Drama um Jan Hofer, 69, Millionen von Zuschauern wurden am Donnerstagabend, 14. März, Zeuge von besorgniserregenden Szenen. Der Tagesschausprecher wirkte sichtlich angeschlagen, die Sendung wurde kurz vor Schluss sogar abgebrochen. Die Sorge um Jan Hofer ist groß. Während der heutigen Live-Ausgabe der ARD-Nachrichtensendung Tagesschau wirkte der 69-Jährige angeschlagen, teilweise apathisch und muss sich zwischen den einzelnen Beiträgen sogar am Tisch festhalten. Zu Beginn der Sendung schien alles noch normal, der Tagesschausprecher moderierte gewohnt professionell, doch während eines Beitrages über den Schiffbruch eines Containerschiffs bricht seine Stimme, der 69-Jährige verspricht sich mehrmals. Nach dem Wetterbericht sollte Jan Hofer die Nachrichtensendung eigentlich abmoderieren, doch für die Zuschauer gab es beunruhigende Szenen zu sehen, der Moderator hält sich am Tisch fest, sieht blass aus, dann wird der Bildschirm kurz schwarz, die Tagesschau wird abgebrochen. Doch was war los? Gegenüber der deutschen Presseagentur gab Chefredakteur von ARD aktuell, Kai Kniffke, ein Statement, der Moderator gab sich in ärztliche Behandlung und im Netz war die Sorge um den ARD-Moderator umso größer, später gab es Entwarnung. Der Sender ARD reagierte auf die große Anteilnahme der Zuschauer und meldete sich vor wenigen Momenten zu Wort. Demnach soll Jan Hofer wieder deutlich besser gehen, und auch Jan Hofer selbst meldete sich zu Wort, schrieb auf dem Kurznachrichtendienst, es ist nicht das erste Mal, dass Jan Hofer eine Sendung abbrechen muss. 2016 musste Tagesthemenkollegin Karen Mioska spontan für den Chefsprecher einspringen, weil dieser die Nachrichtensendung ebenfalls aufgrund gesundheitlicher Probleme nicht weiterführen konnte. Wir wünschen weiterhin gute Besserung.